Heute Mittag schwebt der Duft von thailändischem Essen über der württembergischen Straße. Wenn es nach Thatsawan Thegude, der selbsternannten Königin des Pad Thai, geht, würden die Köstlichkeiten des Streetfood-Marktes weiterhin im nebenanliegenden Preußenpark brutzeln. Weil das ist wirklich ein Stück Heimat für uns. Ne? Wir haben uns mit guter Freude auch immer da getroffen und sehr viele Besucher, sag mal so. Und hier ist weniger, ja, viel, viel weniger. Und wir haben ja nicht so viel Platz. Das sieht man über den ganzen Markt verteilt. Viele der Gäste sitzen auf Mauervorsprüngen oder gleich auf dem Bürgersteig. Weniger Besucher bedeuten auch weniger Einnahmen. Und dann seien da noch die stark gestiegenen Kosten für die Stände, so die Gastronomin. Ich denke, fast doppelt so viel. Ja. Oh, es geht um über 1000 Euro schon die Miete, ne, monatlich. Und dieses Jahr haben wir noch Gebühren frei bekommen. Ab nächstes Jahr wird noch Gebühren noch dazukommen. Wir wissen nicht, ob das sich lohnt. Paschrirat Möllinger kommt seit Jahrzehnten hierhin. Sie findet, dass sich die Stimmung spürbar verändert hat. Ich finde die alte Zeit viel besser. Weil unsere Tradition, wir treffen uns, wir telefonieren. Ich sage, oh, wir gehen in den Thai Park. Jeder macht irgendwas und dann treffen wir uns da. Andere kommen gleich mit ihrer Mehrwegbox vorbei, wie Dennis Samilo. Im Park selbst war da mehr los gewesen an den Ständen. Es ist, glaube ich, auch weniger Stände, die jetzt hier stehen können. Für mich bleibt es gleich. Der Park ist nebenan. Das heißt, bei schönem Wetter kann man sich da hinlegen und dort was essen, wenn man draußen essen möchte. Und das Essen ist immer noch genauso lecker. Bis zum vergangenen Jahr sah es im Preußenpark jedes Sommerwochenende so aus. Der zuständige Bezirksstadtrat Oliver Schorfenegger sagt, eigentlich habe sich nicht viel verändert, denn die Gäste könnten immer noch entspannt im Park speisen. Es ist etwas kleiner geworden. Das wird sich in den nächsten Jahren auch wieder vergrößern lassen. Wir wollen ja auch noch mal einen etwas größeren Standort wählen. Heißt konkret, die Württembergische Straße ist nur eine Zwischenlösung. Schon 2026 soll es am nahegelegenen Fährberliner Platz weitergehen, mit mehr Möglichkeiten für die Standbetreiber. Dazu muss man die Barstraße komplett umbauen. Sie muss eben wirklich eine Marktstraße werden und keine Verkehrsstraße. Das ist kein Problem, weil dort keine Anwohnerinnen und Anwohner sind. Also das ist relativ einfach zu machen, aber dieses eine Jahr Vorlauf braucht es eben noch. So lange werden sich Betreiber und Gäste mit dem Standort an der Württembergischen Straße irgendwie arrangieren müssen.